Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Hier sind wir wieder. Ich will mal ganz kurz was gucken, weil wir haben ja hier diesen komischen Lava-Aal, aber der wird hier nicht reingehören. Mensch, hier ist noch so viel Tigerforelle. Wir kriegen eine Regenbogenforelle, aber der Tigerforelle nicht. Der Katzenbarsch, der hat sich auch noch nicht gezeigt. Ja, hier Aal, aber da zählt halt kein Lava-Aal, ne? Das ist was anderes. Kann irgendwie in heißen Lava-Bingen überleben. Okay. Ja, Entfernung des glitzernden Felsens. Ah, das ist. Ah, Mann, das ist echt. Bim! Ah, ja, wir sind schon auf Level 100. So, dann mal aufpassen. Komm her, du komischer Schattenmann hier. Tritt aus dem Schatten heran. Oh, da geht's ja schon runter. Nein, du machst es nicht. Nein, untersteh dich. Ach, du bist ein lustiger Kerl, weißt du das? Ach, die schmeißen aber mit Abgängen jetzt hier um sich, ey. Kann ich halt mal einen einpacken und mitnehmen? So, die Fackel, die können wir mal ernten hier. Wir haben unsere eigene Lichtquelle dabei. Da bin ich riesig zufrieden mit. So, ein Golderz. So. Ach, da gibt es schon einen Abstieg. Manchmal ist es einfach genial. Da kann man gleich weiter runter, wenn man wollte. Ja, wenn man schnell nach unten wollte. Aber ich möchte ja dann eigentlich hier noch alles mitnehmen. Gemischte Saat, das freut mich. So, das geht sogar schräg abbauen. 4 Golderz. Und nochmals. Ach, das hat zusammengezählt. 6 zusammen. Ja, du her, du kommst genau, wenn ich fertig bin. Und sagst Überraschung, hier bin ich. So, hier ist nichts mehr. Die ganzen Steine baue ich nicht alle ab. Das hat eigentlich keinen Sinn. So, wir gehen gleich hier unten hier in den Leiterle rein hier. Fatz. Ha, verarscht. Hehe. Schlimm. Warte mal, hier. So. So, da holen wir das Gold raus. Ein Gold nur. Pö. Das war nicht sehr hohe Ausbeute. Was haben wir hier? Harz? Na, toll. Wenn ich Harz will, dann fäll ich Bäume. Mensch. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Gemischte Saat ist gut. Ah, daneben, daneben, daneben. Ey, war das ein Bumerang? Das war gemein. Das war echt gemein. Der hat ein Bumerang-Geschoss auf mich abgeschossen, wenn man es so will. So, hier ist doch bestimmt einer eine Krabbe. Nee, doch nicht. Ich hätte schwören können. So. Egal, hier atmen. Arbeiten wir mal durch, wollte ich jetzt sagen. Ein Golderz. Und jetzt kann ich, Moment, muss ich den Abgang wieder suchen, oder? Schaut ganz danach aus, als müsste ich den Abstieg suchen. So, Na? Wo ist er denn? Das gibt's doch nicht. Oh nö. Ernsthaft? Fledermausangriff. Ja, und das sind gerade diese Höllenfledermäuse, die sind am gemeinsten. Besonders wenn sie so schräg anfliegen, dann ist es immer blöd. Ja, oder wenn sie das hier machen, dann so komisch fliegen. So unberechenbar. So, war's das jetzt? Dann esse ich mal schnell meine Höhlenkarotte. Sehr nahrhaft. So, und diese Grünalge da. So, und jetzt können wir weiter nach dem Abstieg suchen. Die Monster haben leider auch keinen verloren.
Das ist halt wieder das, wo man dann hier ewig suchen kann. Mann, und das Level ist auch noch so groß. Da gibt es so viele Steine, ja. Ja, da geht mir die Energie flöten ohne Ende. Hoppala. Ja, gut, meine Axt ist jetzt auch noch nicht die beste, klar. Da wackelt auch schon wieder mein Energiebalken. 14 haben wir noch, okay. Dann hau ich mir mal was rein. Habe ich irgendwas Gescheites noch zum Essen da? Der ist bestimmt auch was wert, ne? Wow, 1312 Gold. Oh. Was esse ich denn jetzt? Ach, meine Beeren. So. Not my berries. Kennt es noch jemand? Das ging mal so Videos da durch die Gegend. Die waren ganz witzig. Das gibt's nicht. Das ist bestimmt der letzte Stein hier jetzt. Ich meine, wir haben jetzt Zeit noch. Wir sind ja sonst immer später in die Miete gekommen als jetzt hier. 10 Steine auf einmal? Echt jetzt? Ach, da ist ja noch so ein Viech hier hinten. Ah! Mann! Ich verbrauche hier meine Energie für nix. Ach, da ist ein Abstieg. Warte mal, das Phantom nehme ich trotzdem noch mit. So, eine Schattenessenz hat sich gelohnt. 5 Steine waren noch übrig, okay. So, hier müssen wir uns wieder durchbuddeln. Ein Rosenquarz. Oder Feuerquarz heißt es halt hier. Ich nenne es immer Rosenquarz. Ich weiß auch nicht warum. Wegen der rosanen Farbe. So, zweimal Gold. Go for Gold. Da kann man zwar beimogeln. Da ist bestimmt wieder... wobei, ich weiß es nicht. Ich traue ich Brüdern hier nicht. So, mein Erschöpfungsbarometer ist wieder dran hier. Ich meine, so viel esse ich jetzt auch nicht, weil man kann ja keine Energie speichern. Und das wäre sonst verschwendet. So, hier. Oh. Gold. Gold. Ja, man muss halt auch mal Kohle dazu haben, dass man sie einschmelzen kann. Die ganzen Nuggets hier. So, hier ist... Ach, das ist ein komisches Grinsegesicht hier. Ja, ich weiß, was du vorhast, Junge. Dein Ding schlägt Haken. Jetzt geht doch mal endlich kaputt. So. Machen wir hier einen auf Bud Spencer. Alles geht kaputt außenrum. Während der Prügelei. Oh, noch ein Ring. Ein Magnetring, der ist nichts Besonderes. Muss ich jetzt mal offen ehrlich sagen. So. Was haben wir denn hier alles bekommen? Geode und so weiter. Smaragde, Rubine. Naja, gut. Eine schöne Sammlung. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwo schon so einen Abstieg aufgemacht? Weiß es nicht. Nee, da ist kein Abstieg. Aber da unten, da waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Hier. Warte mal, wir könnten eigentlich auch mal... Naja, gut, könnten wir. So, da tut das schon wieder. Bald sind meine Blaubeeren weg. Ist auch okay. Ich weiß gar nicht, was kosten denn die? Ja, gut, was soll's. Irgendwie muss man ja was essen, sozusagen. Blup. Diese Rosenfelsen da, den traue ich immer nicht. Das könnte so ein blödes Viech sein. So eine Krabbe. Oh, Eisenerz, yes.
Tja, jetzt heißt es da hier den Abgang finden. Komm, das Spiel macht es doch extra. Wenn ich viel Zeit habe, dann lässt es mich hier jetzt. Ah, nee, da ist er ja. Man muss noch ein bisschen meckern. So, da haben wir ja schon Level 105 erreicht. Sag mal, wie viel 200 Level hatten diese Mine noch hier? Wir müssen noch langsam unten ankommen. So, hier ist ein bisschen finster, ja. Und hier sind überhaupt keine Sachen hier. Mal schauen, können wir vielleicht hier noch die Ebene schaffen hier. Also, dass wir hier nochmal 5 schaffen. Das wäre mir sehr lieb. Mein Gut, wir haben noch Essen dabei, so ist es nicht. Ja, so arg vorbereitet gehe ich ja auch nicht in die Mine. Aber oft reicht es auch. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Warte mal, können wir hier was springen? Deckung! Jo. Haha, da haben wir den Eingang. So, ein pinker Slime. So, da haben wir wieder Gold. Go for Gold. You got a gold finger. Ja, James Bond. Komm her. So, da ist nochmal Gold. Ist auch wieder so ein großes Löffel hier. Alles so große Löffel hier. So. Oh, ich habe noch so viele Ideen, was ich mal so zocken könnte mit euch, ey. Aber so wenig Zeit immer, das ist mein Mango immer hier. Immer die Zeit, wenn die liebe Zeit nicht wäre. Ich wollte euch ja auch mal Cogmind noch mal ein bisschen so vorstellen. Also, wer es nicht schon bei lieben Draconia und Dad gesehen hat, der kennt das Spiel ja schon. Aber ja, ich finde es nicht schlecht. Ich habe das selber aber noch nie ein Ende gefunden. Man soll ja da, glaube ich, mehrere Möglichkeiten geben, das Spiel zu beenden. Ja, daneben, daneben, daneben. Schnell raus aus dem komischen Feld hier. Na, na. So, ich baue mir jetzt erstmal die Rohstoffe raus hier, wenn es recht ist. Was haben wir hier? Rubin? Nee. Topaz. Und viele solche Felsen hier, wo man nicht weiß, ob es eine Qualle ist oder nicht. So, Feuerquarz. So, jetzt mache ich diesen komischen Kerl hier kaputt. Der sich immer so anhört wie so ein Metallkopf da. Blub. So, da ist wieder ein Slimo. Haha, du kannst so viel anspringen, wie du willst. Bloß mich nicht. So, von denen kriegt man ab und zu mal Kohle. So. Ach, Fledermaus. Weiß nicht, wo sie kommt, wo sie bleibt, wo sie hingeht. Ja, und jetzt suche ich eigentlich wieder einen Abstieg. Irgendwie war doch da gerade eine Fledermaus, aber die kommt gerade irgendwie nicht. Ja. Ich schaff dir die Level, die 3 Level nicht, hey. Das ist unglaublich. Aber ich finde hier halt wieder keinen Abstieg, ne? Das ist halt wieder, wenn das Level zu groß ist, dass man hier geschwind mal einen Abstieg findet. Nö. Das kannst du knicken, ha, Magna-Geoden. Ich meine, das ist das Einzige, was man halt hier noch durch die Steine Zertrümmerung finden könnte. Geoden. Ja, du bist langsam erschöpft. Ist ja schon klar. Dann kann ich wieder was essen. 23:10. Ah, Mann. Echt, jetzt tut mir die Zeit wieder brennen. Das ist ja die Sache, ne? So, und die Bären haben wir bald aufgegessen, alle. Sag mal, wo ist denn hier? Das kann doch nicht sein. Ah. Sag doch, ich muss fluchen, dann finde ich den Abstieg. So, hier ist ein Schleimer.
Aua. Lass das. Ich habe keine Zeit für solche Späßchen hier. Ah, ich glaube, heute müssen wir nochmal wieder die Funktion verwenden, die Zeit anzuhalten, weil, ja. Ich habe mich da doch ein bisschen übernommen. Da hat wieder der Fledermaus geschrien. Ja, ist gut, du Flipautomat. Da kommt sie. Ich habe doch keine Zeit für euch, Mensch. Ja, komm, ich mach mal hier Stopp, weil zwei Level jetzt schaffen, das ist... Ah, nee, das ist blöd. Muss mich hier erstmal durchbuddeln. Ach Mann, das war gemein. Ach, wieder eine Megabombe. Das hier ist nämlich auch ein Riesenkomplex hier jetzt. Und ich möchte ja nicht umkippen in der Mine, das soll nicht sein. Jetzt bin ich schon wieder langsam erschöpft. So. Schleimo. Ja, der hat mich gleich angesprungen, der Sack. Ja, uff damit. Ich weiß, dass du was vorhattest. Oh, Inventar ist voll. Pö. Na toll. Was schmeißen wir denn jetzt weg? Wir schmeißen nichts weg, glaube ich. Warte mal. Das kann ich zum Beispiel gleich mampfen, ja. Das kann ich jetzt nicht. Hm. Dann schmeiße ich die Fackel weg, die brauche ich nicht. So. Kohle. Und mal wieder Kupfer. Das ist auch mal wieder was hier. Also so Kupferfelsen hat man schon lange nicht mehr gehabt. Da muss man eher in die ersten Level reingehen. Ja. Diamanten. Ja, primo. Warte mal, dann schmeiße ich die Fasern weg. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Jetzt, ja, jetzt ist wieder so ein Punkt gekommen, an dem ich nichts mehr mitnehmen kann. Ach, da ist ein Schleim. Mensch, ich habe den gar nicht gesehen. So, einmal hier wieder Gold. Ja. Ging es da oben noch weiter? Ich weiß es gerade gar nicht. Tatsächlich, da ging es noch weiter. Das ist ein Riesenkomplex, ey. Ja, da jetzt hier einen Abstieg finden. Noch eine Zwergenschriftrolle. Da können wir jetzt bald einen Schrifthandel aufmachen. Ja, nee, also. Ah, perfekt. Da ich jetzt gedacht, da brauche ich jetzt ewig. Ah, der hat ihn geheilt. Ah ja, da genau hier hat er wieder gleich so einen Abgang gekriegt. Magma-Geoden. So, warte mal. Hier. Ach, der ist ja noch hier hinterm Felsen. So, ich verarsche den jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, weil der wollte schon gleich an mich ran hier. Das ist nicht Kohle, gut. Was ist denn das hier? Wieder so ein Steinkopf hier. Das ist blöd, dass man den nicht von der Seite kriegt. So, plopp. Eisenerz, jawohl. Hört sich ja eh nach Eisen an, von daher. So, da haben wir wieder so einen Schleimomat. Ja, da ist wieder dicht, was wir machen können, aber hier. Da tut es schon wieder triefen. Schwupp. Ah, jetzt mehr kann ich jetzt nicht mehr nehmen, ne? Wenn jetzt hier noch was Besonderes kommt. Hartholz, okay. Jetzt habe ich ein Problem.
Was heißt, naja, gut, ein Problem. Ich muss halt wieder gucken, Holz, das Standardholz. Ach komm, Standardholz brauche ich eigentlich nicht, oder? Na, Harz brauchen wir eigentlich nicht. Nee, das können wir kauen. So, da kriegt man wieder einen Smaragd. So. Wie haben wir noch? 9? 4? Kling, klong, klong. Ja, der ist eingesperrt, der Gnome hier. Halt. Huhuhuhuhu. 1. Ich sollte noch mal eine Beere einwerfen. Lip. Haha, verarscht. So, du komischer roter Slime, du. Kriegst du auf die Nase? Naja, gut, Harz. Harz braucht keiner. Eine Harzknolle brauche ich nicht. Von daher, behalte die bitte. Bim. Ja, das ist eine Kiste. Allerdings können wir nichts mehr einsammeln. Wie mache ich das jetzt am schönsten, dass es nichts ist? Ja, da kriegt man aus der CD, kriegt man immer nur dieses geschliffene Zeug da raus. Komm. Knatz, weg damit. Weltallstiefel. Du erhältst Weltallstiefel, okay. Zeig doch mal her. 4 Verteidigung und Immunität. 4. Geldbörse. Warte mal. wo ist denn mein Inventar? Ah, Quatsch, hier. 3 und 3. Dann wird man hier die Klammer austauschen. Was sind die wert? 600 und die sind 800 wert. So. Jetzt will ich mal kurz was probieren. Ach. Das hat er wieder fein hingekriegt. Das hat er mir gleich wieder ins Inventar geschmissen. Mensch! Na, schade. Warum kann ich denn nicht hier? Man kann nicht wirklich was wegwerfen. So. Na, die Kiste geht eh kaputt. Gut, Leute. Wir sind bei Level 110 angekommen. Und jetzt wollen wir nach Hause gehen, weil. Ja, wenn man das so anschaut, könnten es 120 Level sein, weil mehr Tasten sind sozusagen ja beim Lift verfügbar. Warte mal, wenn wir da schon dabei sind, wir könnten den Zwerg dann aber schenken. So, jetzt ist wieder so still. Servus. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Jo. Mein lieber kleiner Zwerg. Höhlenkorn, Eintopf, okay, lalala. Okay. Bei dem kann man ja Zeug kaufen, aber das mache ich nicht. So, wir werden jetzt hier mal wieder nach zurück aufbrechen zur Bushaltestelle. So, dank unseres Lichtringes haben wir jetzt hier schön Beleuchtung. Den Magnetring wird man verkaufen. Warte mal, erstmal an der Truhe hier. Da wird man erstmal ein bisschen Holz los. Hartholz. Stein. Was haben wir noch hier? Holz. Sonst kommt hier nichts mehr rein. Nee. So, da die Öfen brauchen da Brennstoff wahrscheinlich. Ja gut, die haben noch Brennstoff. Ja gut. 17, 37 Kohle wieder, das ist hervorragend. Goldbarren können wir wieder herstellen und Eisenbarren. Und Kupfer haben wir drauf, ein bisschen. Wo ist denn das Kupfer? Ja, Kupferbahn. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ah, hier. Jetzt können sie schmelzen bis zur Vergasung. So, wir haben einen Diamant, den brauchen wir noch. Den wird man nicht verkaufen. Tue ich nicht. Den Ring, den verkaufen wir. Den müssen wir in der Abenteurergilde reintun. Den Rest, warte mal, der Rest kommt hier hin. So, haben wir jetzt eigentlich 9 Tiegel? Ne, immer noch ein Honig. Okay. Essenz hier rein. Die Rolle hier rein. Ja, das ist gut, wenn es immer die gleiche Rolle ist. Das fällt dem auch gar nicht auf, wenn wir da ständig dieselbe Rolle schenken, wenn er schon 50 Rollen hat. Ja.
Die Saat packe ich auch mal hier rein. Die Schleimbälle. Schattenessenz. So, der Aal ist was ganz Besonderes eigentlich. Den müssten wir uns eigentlich einrahmen. So. Das passt hier nicht mehr rein. Dann kommt es hier rein. Ach, da habe ich dann ein paar Köder. So, du kriegst das hier. Dann kriegst du noch. Haben wir noch irgendwas? Nee, aus Treibholz. Nee, nee. Das behalte ich mal als Geschenk für Lea vor. Oder heißt doch Lea, die Frau da. Quarz weg hier. Rubin haben wir schon einen. Diamanten, die behalten wir mal. Rosenquarz hier rein. Die Bombe kommt hier hoch. Die Diamanten kommen hier hoch. Die Smaragden verkaufen wir. Die Rubine verkaufen wir. Das verschenken wir, das verkaufen wir. Okay. Die Schuhe werden auch verkauft. So. Jetzt kann ich die Zeit eigentlich weiterlaufen lassen. Jetzt machen wir mal kurz hier noch Pilzschau. Wir warten mal noch ein paar Minütchen. So, lalala, lalala. So, jetzt können wir. Jetzt ist der nächste Tag. So, ich weiß nicht, ob es eigentlich hier ein Trick ist, der das so macht, aber. Oder ob das gewollt ist. Man kriegt hier so jeden Tag eigentlich dann seine Pilze. So, Pilz. 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 Ja, es fehlen halt einfach wieder Violette und ein paar Morchen vielleicht noch. So, das kommt hier in die Truhe. Und zwar das hier verkaufen. Die Dinger hier verkaufen. Den Markt verkaufen. Das ist eh der Witz. Der Gunther hat, glaube ich, schon hier Smaragde und was auch immer hier. Den Topaz, den können wir verschenken eventuell. So. Da, die Katze hockt vorm Kamin. Den können wir mal anmachen vielleicht. Hallo? Ach, wahrscheinlich, weil die Katze davor sitzt. Gehen wir dran. Na, dann gehen wir ins Bett. Ist warm genug. Minenarbeit Stufe 7. Eine Spitzhacken-Effektivität dazu. Ein neues Herstellungsrezept umwandeln. AU, also Aurum. In Gold. So. Jetzt klingelt es im Geldbeutel. Naja gut, 2800 ist auch ganz gut. Hab gedacht, es gibt mehr. Wir haben ja auch schon das andere Zeug verkauft. So. Jawohl, da steigt's Geld. Ja, Leute, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.